Servus LinkedIn, Servus YouTube, jetzt geht's los, jetzt kommen wir zum Positionsplan von den CS Concept Buddies Ingenieurbau. Hier einmal die Legende abgesetzt und jetzt wird's crazy, es wird so krass verrückt, ey, ohne Schmarrn. Ich habe all mein Fachwissen und all meine Programmierungskenntnisse hier reingesetzt in dieses Tool mit zusammen mit diesen Assistenten, zusammen mit den Attribute ändern von Soil-Parts. Ja, ich fange jetzt einfach mal ganz einfach an. Ich zeichne einfach mal eine Wand. Eine Wand. Hier kommt raus, Positionsnummer haben wir noch nicht vergeben, die Eigenschaften und automatisch nur die Breite. Cool. Wir setzen nochmal eine Wand ab, aber jetzt ändern wir einfach mal die Breite. Was passiert? 0,20. Zwei Zeilen. Ja. Wir kopieren nochmal eine davon. Bleibt bei zwei Zeilen, denn diese sind komplett identisch. Ja, jetzt gehen wir her. Ändern mal eins davon. Wir sind nicht im Mauerwerksbau, wir sind im Betonbau. Einfach mal draufklicken und jetzt können wir hier alles abändern. Der Objektname stimmt hier schon, deswegen deaktiviere ich den hier mal. Und ich sage jetzt einfach mal, ich will eine WA01. Du bist auch WA01. Und schon wird die Zeile wieder verringert. WA02 passt. Jetzt haben wir das Ganze hier ganz einfach aufgeteilt. Oder wir können jetzt hier mal WU-Beton nehmen, auch wenn die Schraffur jetzt nicht passt, und schon wird das Ganze in WU ausgegeben. Zum Beispiel. Genau. Ja, weiter. Wir nehmen jetzt eine Python-Part-Treppe, die setze ich mal ab, und wenn ich die absetze, passiert nichts, weil die Attribute werden bei Python-Parts nicht übergeben. Wie schade. Aber sie wurden trotzdem richtig schon eingestellt im Assistenten. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Attribute übertragen von hier nach hier einmal anwenden und schon sind die drin. Oder wir hätten natürlich dasselbe Spielchen einfach machen können mit Attribute ändern. Auch hier können wir das Ganze ganz einfach eingeben, zack, und herangeben. Ja, machen wir mal schnell die statische Position dazu. Machen wir die TR01. Objektname passt ja. Ja, sind jetzt alles, der Rest ist egal. Hauptsache, jetzt kommt da was raus. Hier, zack, und die Höhe passt jetzt noch nicht. Dann gehe ich auf Abmessungen und ich sage ja, die Höhe, die statische Höhe ist ja hier relevant. Das kann ein Tool gar nicht herausfinden, denn die statische Höhe, gehen wir in die Seitenansicht, ist nämlich von hier nach hier. Das ist jetzt ungefähr, ja, ungefähr die 17 wahrscheinlich, oder? Ich gebe die 0,17 ein, einmal hier einklicken und schon wird in Blau angezeigt, hey, du hast hier was manuell gemacht. 0,17, coole Sache. Ich habe trotzdem die Höhe der Treppe hier drin. So, jetzt die Herausforderung mit dem Unterzug. Wie schaut es da aus? Der Architekt und der Ingenieur verstehen was anders unter der Unterzughöhe, nämlich die Modellierungsart des Unterzugs plus Deckenstärke. Und jetzt redet keiner mehr aneinander vorbei. 0,30 plus Deckenstärke ist für jeden klar, was das bedeutet. Jetzt heißt es nicht, ah, das ist für einen Ingenieur eine 0,50er Unterzug und für einen Architekten ist 50 plus Deckenstärke, sondern 30 plus Deckenstärke. So, jetzt haben wir aber auch natürlich auch Träger. Und vielleicht ist bei dem Träger drüber gar keine Decke. So, und dann, was passiert hier? Fertigteil, Unterzug, hier kommt das nicht mit dran. Wir holen uns eine runde Stütze, Mauerwerkstütze, wunderbar. Einmal reinsetzen, hier kommt es auf den Durchmesser drauf an. Durchmesser 25, Mauerwerkstütze. Wir wollen natürlich hier auch wieder Attribute angeben. Dann gehen wir einfach hier in Mauerwerksbau. Ich ändere da jetzt einfach mal nichts dran. Die Objektnummer klicke ich noch weg. Und dann wird auch der hier angegeben. Wohlgemerkt, hier wird die statische Position nach statischer Position sortiert, immer nach der ersten Spalte. Das ist bei Legenden so. Das heißt, wenn ich jetzt das irgendwo anders haben möchte, dann müsste ich hier MW01 zum Beispiel eingeben und einmal ranklicken. Und jetzt haben wir hier die MW01. Ja, jetzt können wir zum Beispiel die statische Position mit einer Farbe versehen, aber nicht in der Legende. Wir machen, was fehlt denn hier noch? Unterzug, okay. Dann machen wir UZ01 mit der Farbnummer 5 einmal mal hier und die Farbnummer 6 für den Unterzug 02. So, und das könnten wir jetzt zum Beispiel auch beschriften mit meinem Beschriftungsbild UZ01, UZ02. Dann könnt ihr sogar verschiedene Farben dafür verwenden. So, ich mache das aber rückgängig und das soll es gar nicht gehen. Aber theoretisch könnte man auch das verwenden, muss aber nicht farbig verwendet werden. Natürlich geht auch schwarz-weiß, ganz klar. Was haben wir noch? Ja, wir haben dann noch Holz. Oder ja, ziehen wir einfach mal so einen Holzträger noch raus. Und
Wie schaut der aus? Hier Holzträger C24, 25 auf 30 und so weiter und so fort. So wird das gemacht. Das ist ein perfektes Zusammenspiel zwischen architektonischen Bauteilen, Python-Parts und 3D-Objekten. Jedes fungiert ein bisschen anders, aber ich habe das zusammengefasst in einer Positionslegende, damit auch ihr das Ganze richtig rausbekommt, wie ihr das wollt. Jetzt mache ich noch ein kurzes Beispiel. Eine Fertigteilstütze ist ein aufgelöstes Python-Part, muss ich dazu sagen. Und da wird die Länge und Breite gar nicht ausgegeben. Hier 0, 0. Hätte ich jetzt die Länge und Breite ausgegeben, dann wären nicht die Stützenbreite und Länge ausgegeben worden von 40 auf 40. Nein, es wäre die absolute Länge und Breite von 60 auf 70 ausgegeben, was völlig verkehrt ist, denn diese Konsolen müssen natürlich nicht hier in der Länge und Breite angegeben werden. Ja, auch hier habt ihr wahrscheinlich schon gedacht, wie das Ganze funktioniert. Attribute ändern. Ich gehe auf meine Abmessungen einmal starten. Ich sage, ich brauche Länge, Breite. Gebe hier ein 0,40. Das kopiere ich mir. Einfügen. Einmal draufklicken. Und jetzt habe ich hier die 0,40er auf 40er Stütze. Coole Sache. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob das für euch relevant ist. Ob ihr darauf Bock habt, auf diese Buddies. Ich glaube, da ist so viel Wissen und Herzblut in diesem Projekt schon wieder drin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der dieses System braucht. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Allplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich. Ein Ritterschlag für mich, auch abonnieren und die Glocke aktivieren.